Nachdem wir im letzten Part erfahren haben, wie Rabbit Kong hier seine Ankunft gefeiert hat und sich die dort einheimischen Rabbits gleich mal zu Untertanen gemacht hat, müssen wir zwei Schlüssel finden, um in seinen Lager zu geraten. Allerdings sollten wir uns dafür erst einmal ein bisschen upgraden. Das könnte nämlich nie schaden. So, was haben wir denn hier? Feuerbanane? Beziehungsweise ist eine Chili-Schote, das ist sehr cool. Oder eine andere Banane mit Sprungeffekt. Ich bin ehrlich gesagt für Feuerschaden. So, rüsten wir mal aus. Ups. Sekundär, da kann man auch was machen, ihnen quasi Handschuhe geben. Gegen Hopser oder gegen Ziggis. Bonusschaden. Im Prinzip ist mir das sogar egal. Ziggis sollten am Anfang noch öfters vertreten sein, also gönnen wir uns dafür was. So, Primärwaffe ist erstmal wichtiger. Da haben wir Stoßeffekt oder Honigschaden. Honigschaden gepaart mit Bonusschaden auf Grobiane sollte wunderbar funktionieren. So, und dann kriegt Rabbit Kong noch eine neue Primärwaffe. Da würde ich gerne bei dem Vampireffekt bleiben. Scheiß auf Tinte. Ist ja kein Luigi der Gute, ne? So, bei den Fertigkeiten kann man auch ein bisschen was tun, glaube ich. Cooldown für schrägen Blick. Okay, das können wir uns nicht leisten. Was ist das? Magnetans Groove. So mit der Groovige. Hast du mehr? Okay. Dann sparen wir bei ihm noch. Bei Peach wollten wir aber den Dash, glaube ich, erhöhen, ne? Ja, 50 Schaden. Was könnten wir noch machen? Wir könnten die Heilung erhöhen. Auf 50%. Ja gut, da gönnen wir uns dann. Das ist das nächste, was wir uns gönnen. Erstmal erhöhen wir den Schaden auf 50. Das ist sehr gut. Und dann geht's schon weiter. Eine coole Insel. Ah, herrlich, alles hier so in Inseln unterteilt. Leider kann ich nicht ins Wasser fahren. Gut, aber der Beepo vielleicht auch stecken bleiben. Dann brauchen wir ein Abschleppseil. Was wir an Donkey Kong befestigen. Aber das sollte auch kein Problem sein. Oh, und die Angel. Er angelt sogar nach Fischen, oder? Also er jagt, oder? Tatsache. Cool, diese Möwe jagt nach Fischen. Nettes Detail. Hallo Krabbe. Die haut sogar ab von mir. Und was zur Hölle bist du für ein Riesen? Seestern. Oh, ein blauer Papagei. Cool. Ah, herrlich. Schön detailliert alles hier. So muss das. Das macht doch Spaß. Also optisch überzeugt das DLC schon mal 10 out of 10. Oh, und da sehe ich eine Kiste. Oh. Hier scheint das erste Rätsel zu sein. Okay. Eine blaue Box. Können wir nichts tun. Ein roter Schalter oder fährt er auch hoch? Nein. Okay. Dann fängt es damit wohl an. Scheint so. Okay. Gleich mal merken. Wir gönnen uns die erste Kiste. Da drinnen befindet sich ein 3D-Modell. Und die erste von vier Fackeln aktiviert sich. Okay. Da scheint es weiterzugehen. Führst du mich hin? Cooler Beat gerade bei der Röhre, by the way. Mehr ist hier nicht. Das soll ich euch glauben. Scheint wohl so zu sein. Schade eigentlich. Aber hier können wir nun zu dem blauen Schalter. Und das hier öffnen. Sehr schön. So führt eins zum anderen. Und da geht's auch weiter. Okay. Da drin befindet sich wieder ein 3D-Modell. Von den Tropengrobian. Damit aktivieren wir die zweite Fackel. Wir wollen ja nicht lang fackeln. Ja, ich weiß, der war schlecht. Lasst mich. Lasst mich schlechte Scherze machen. Bitte. Hier kommen wir jetzt rein. Das bringt uns hier hin.
Und da hätten wir vorher was aktiv, was hier schieben sollen. Und ich kann es mir schon denken, wie. Und zwar so. Zack. Weil dieser Block müsste der sein, der hochfährt, wenn wir uns ihn, wenn wir uns nähern. Ja, so sieht's auch aus. Und die Möbel lässt sich überhaupt nicht stören. Warum auch? Wie hat diese Krabbe es eigentlich da hochgeschafft? Auf diese Röhre. Wenn wir da schon nur mit einer Röhre hochkommen. Na gut, Donkey Kong könnte das auch so. Wäre eigentlich die Idee, Donkey Kong eben die Rätsel lösen zu lassen. Bin ich mal fast an der Kiste vorbeigelaufen. Mit einem Artwork drin. Cool. So, dann ist, fehlt ja nur noch eine Fackel. Die scheint hier lösbar zu sein. Die schubsen wir runter. So, Münzen wollte ich schon sagen. Bananen natürlich. Selbstverständlich handelt es sich um Bananen. Lebst du? Danke. Ach so. Ja, okay, gut. Ja, konnte ich jetzt nicht riechen, tut mir leid. Ich dachte schon, wie soll das denn jetzt gehen? Aber ja, so macht das halt Sinn. Ach, Biebau. So, und damit kommen wir auch an die letzte der vier Kisten. Sehr schön. Wunderbar. Was sehe ich da hinten? Ein Puzzleteil. Ein Tropenziggy. Modell. Da hinten sehe ich ein Puzzleteil. Wo diese Röhre wohl ist? Bisher konnte ich sie noch nicht erkennen, aber es war so eine Korallenröhre. Mal im Auge behalten. Zack, zack, zack. Und da drinnen gibt es als Belohnung eine Insignie, okay. Wie viele? Eine. Eine Machtruhe, ne? Haben wir gefunden. Ja, die sollten wir gleich mal verbraten. Zwei Stück haben wir mit Donkey Kong. Da können wir uns durchaus was von leisten. Die Frage ist was. Ja, gönnen wir uns ein paar HP mehr, ne? So, bei Peach. War Sparkurs, ne? Oder? Nein, da könnte man sogar die Heilung um 20% erhöhen. Sehr schön. Und bei Rabbit Cranky Kong. Rabbit Cranky nur. Den. Das war der Schaden, ne? Ja. Oh, wir könnten den bösen Blick erhöhen, dass er zweimal zuschlägt. Das sollten wir eventuell auch tun. Darauf sparen wir auch, ja. Mit dreifach, zweifach Heldensicht ist schon stark. Kann man sich nicht drüber beschweren. So, nur wie geht's jetzt weiter? Hast du mir hier irgendwas zu sagen? Die Rabbits haben die Arbeit an dieser Portonbrücke eingestellt. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, tun wir das doch so glatt. Denn da hinten war ja das Tor. Da können wir nicht rein. Also geht's hier weiter. Würde ich mal einfach kackendreist behaupten. Hier lernt man sich nie unter ein riesiges Vergrößerungsglas zu legen. Es sei denn, man ist schon gut vorgebräunt. Ja, man kann es auch übertreiben im Solarium. Und hört ihr diesen Soundtrack? Den die Vögel zwitschern? Wunderschön. Eine Donkey Kong-Mucke. Einer der schönsten Overworld-Mucken jetzt im ganzen Spiel. Ach, dieses DLC ist einfach herrlich. Ist lang zumindest. Mal schauen, ob wir noch Schwächen finden. Auf jeden Fall geht's weiter mit dem nächsten Kampf. Und da müssen wir diese Bananen zerstören. Böse Bananen klingt nach einer Indie-Band. Aber eigentlich
ist es die Quelle von Rabbit Kongs neu erlangten Kräften. Und Mann, du Volltrottel, kannst nicht lesen. Rabbit Kong hat Schergen, die sie überall für ihn lagern. Wir haben keine Wahl. Wir müssen die radioaktiven Bananen zerstören. Und ich finde, dass die irgendwie nicht nur nicht böse aussehen, sondern eher radioaktiv. 3 Stück davon, 3 Lager. Okay, schauen wir mal. Gehen wir am besten alle zusammen auf 1, ne? Dann gehen wir am besten hier so die Runde. Zack, zack und dann zack. Würde ich jetzt mal behaupten. Dann kämpfen wir. Du kletterst hoch. Feuerdeckung, Feuerschaden halt, ne? Hm. Cranky würde auch so hochkommen, oder? Ja. Gut, dann Donkey Kong. Nimmst du dieses Feuerfass? Kletterst hier hoch. Was dumm ist, springst hier rüber, nur um deine Reichweite zu erhöhen. Und wirfst dieses Feuerfass auf den Kollegen da unten. Ja, direkt auf seinen Kopf sollte am meisten Schaden machen. Entschuldigung, dass ich ein bisschen extra klettern lasse. Aber das macht den guten Primaten ja nichts aus. So, das hat hoffentlich gut gebrannt. Apropos Brand, da haben wir da noch mehr. Nämlich unsere neue Chili-Schote, können wir gleich mal werfen. Zack, und die macht sogar Feuerschaden. Ja, war eine scharfe Chili. Eine sehr, sehr scharfe. So, jetzt zu Cranky, der nicht hinkommt, okay. Dann machen wir erstmal, stellen wir erstmal Peach hin. Und die Bananen collecten wir natürlich. So, dann hier hin. Cranky folgt. Jetzt sollte er nämlich genau hier springen können. Und so beiden Schaden zufügen und sogar gefrieren. Also gefrieren ist ja safe, aber zack. Auch noch Schaden zufügen. So. So könnten wir beiden Schaden machen. Aber den da unten nicht. So, dann machen wir das so. Du schießt auf ihn hier. Von oben machen wir natürlich wie gewohnt mehr Schaden. So, du tust ja, Peach muss ihn erschießen. Hilft dir alles nichts. Wie Donkey Kong in Deckung geht. Ich will nichts abbekommen. Aber Gegner in der Nähe sind, glaube ich, nicht so wirklich. Im Zweifel aktivieren wir mal den bösen Blick, falls er darüber kommt. Dann wird er schon sehen, was er davon hat. Dieser Hopster. Oh, er aktiviert sein Schild. Er ist nicht dumm, aber er ist eh außerhalb von der Reichweite, von daher total irrelevant für uns. So. Ja, wir machen das so. DK schnappt sich ihn. Stellt sich hier hin. Hallo? Schießt auf die Bananen, so. Zack. Jetzt zu Donkey Kong, da noch voll eine Banane reinschmeißen in die Bananen. Oh, da smash das weg. Und du? Machst dasselbe. Nochmal. Einfach, weil wir es können. Doppelt diesen Schaden ausgenutzt und finish diese bösen Bananen weg. Ja. Offizielle Beschreibung. Das sind böse Bananen. Fragt mich nicht, was der Unterschied ist zwischen bösen und guten Bananen, aber Nintendo Deutschland kann das euch bestimmt beantworten. So, wir schicken da noch eine Bombe runter. Eine Hammerhai-Bombe, by the way. Sieht cool aus. Das macht wenig Sinn, das auch. Von daher geben wir den Zug ab. So, und er schießt tatsächlich auf die Bombe, das ist gut. Und das spawnt ein Grobian. Die Bombe fängt an und
Bam. Teilt Schaden aus. Sehr schön. Dann schnappst du dir Cranky. Ihr geht zusammen rüber. Ja, das ist ein Grobian, ne? Ja. Ein Grobian. Ein Hopser. Viel mehr ist da nicht, okay. Okay, dann stellst du dich hier hin. Schmeißt Cranky auf die Bananen. So, ja. Dann gehen wir erstmal mit Peach nach. Da da eh nur der Grobian spawnt. Ja, wir können ihn aber nicht treffen, ne? Egal wie wir uns positionieren. Das wird nix. Weißt du was? Dann können wir uns auch hier hinstellen. Um dann gleich hochzugehen. Nächste Runde. So. Wobei, wenn ich ihn mit einem Brandschaden erwische, dann sollte er auch sich freilaufen. Ja, und jetzt kann Peach sich um ihn kümmern. Feuerfrei. Zack. Crit. War nicht zwingend notwendig jetzt, aber egal. So. Zum Glück kann Cranky Kong nochmal genau dasselbe tun wie gerade es sich schon bei den anderen Bananenhaufen bewährt hat. Und zwar nochmal schießen und dann voll reinrolzen. Bis Peach überhaupt da ist, ist das alles schon geschehen. Ja, Cranky Kong reist zusammen mit Donkey Kong. Das ist enorm viel Movement. Sollte man nicht mehr sagen, dass Cranky Kong kriegt es ab. Und da kommt ein Grobian. Immer näher. So, mal kurz die Taktikkamera. Wir müssen nur diese Bananen zerstören, ne? Im Prinzip können wir also auf den Grobian rein theoretisch scheißen. Ob das so clever ist. Das jetzt mal außen vor. Der wird uns bei Weitem nicht erreichen. Also nutze ich Peach mal als Ablenkung für diesen Grobian. Feuerfrei. Oh, Honigschaden. Dann ist die Situation eh schon wieder eine andere. Donkey Kong springt hier rüber. Leute, das ist ja heftig, diese Reichweite. Wie lange würde Cranky Kong wohl so brauchen, um rüber zu gehen? Ohne die Hilfe von Bowser. Von Bowser, ne? Okay, er könnte. Ja, dann machen wir das anders da. Denn dann können wir gleich mal was ausprobieren. Dann geht Donkey Kong, wenn er denn will, hier rüber, zieht diesen Gegner raus und wirft ihn auf diesen Gegner. Dann ist denen sein Schild schon mal weg. So, komm raus mit dir. Was fällt dir ein, spawnen, so langsam spawnen zu wollen? Und jetzt aktivieren wir. Ja, alles so. Wir aktivieren unser. Nein. Erstmal gehen wir mit Cranky näher an das ganze Geschehen heran. So, mit dem Fass treffen wir auf jeden Fall die beiden Spaten da oben. Zack! Heilen uns sogar wieder hoch. So, und du. Ihr kommt mal ein bisschen näher, denn jetzt wird getrommelt. Und wir können nochmal den coolen Beat hören. Yeah. So, und jetzt. Echt, es reicht nicht, nicht zwingend, um den zu töten. Dann feuerfrei. Crit aber und bam. Das haut sie beide aus den Latschen. Oh, der ist eh geleimt, von daher ist es eh irrelevant. Muss ich ihn nicht einschläfern. Der kann eh nichts tun, außer den Schwachmacher zu aktivieren. Wow. So.
So, dann einmal Feuer auf den Grobian, meinetwegen. So, das spawnt noch ein weiterer Grobian. Ne? Cranky? Ja, lass mir die Grobiane mal Pieps Problem sein und konzentrieren uns lieber hier drauf. Das sollte nämlich diese Runde sogar eventuell besiegbar sein. Bin nur jetzt wegen dem Schwachmacher, aber come on. Das sollten wir wohl schaffen, oder? Mit vereinten Kräften werfen wir nämlich ihn nochmal. Das macht nochmal 40 Schaden, oder was das war? Ja. Und mit ein bisschen Glück kann Donkey Kong jetzt die zerstören. Ja, yes, sieht gut aus. Es reicht. Schlacht gewonnen. Die bösen Bananen sind damit besiegt. Läuft. Und das Fell von Donkey Kong sieht wirklich gut aus. Da kann man sagen, was man will. Auch wenn es ein bisschen wie Schambehaarung aussieht. Wie, was für Fell haben Gorillas? Ich bin mir unschlüssig. Naja. Mit diesem niveauvollen Ende beenden wir diesen Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei hier in der schönen Lagune. Ich mache hier unten Schluss, ja. Und bei diesem wunderschönen Beat. Genießt es, lasst einen Daumen da und wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Mario & Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure DLC. Bis dann und ciao.